Ja. Ei, wieder zurück. Ja, am Ende der letzten Aufnahme ist mir quasi mein Aufnahmeprogramm abgestürzt. Deswegen musste ich da kurz pausieren. Aber jetzt sind wir wieder zurück. Und es ist Gott sei Dank nichts passiert, denn ich habe Gott sei Dank mal auf meinem zweiten Bildschirm das sofort bemerkt, habe ja Notbremse gezogen und erstmal nicht weitergemacht. Okay. Wir sind jetzt also quasi wieder hier in diesem Gang mit den ganzen Fluren oder zu den Zimmern. Und wir müssen in das Zimmer von Cletus kommen, um die Tasche mit dem Plasma-Austausch Fluppidiwupp-Mammutfell-Relais zu bekommen. Was ein Wort. wie, was? Genau, jetzt müssen wir mal gucken. In Cletus Zimmer einbrechen. Okay, das ist unser nächster Plan. Wir müssen Cletus aus dem Zimmer locken. Aha, was ist Ach so. Ah, okay. Warte mal. Wir wissen ja, dass Cletus das Zimmer 1 hat. Ne? Also hier. Guck mal, gucken, ob wir da was machen können. Hallo? Ist da draußen jemand? Der Wendt, der Wendt! Die Küche brennt! Das passt ins Bild. Nicht einmal der Wind weiß hier, was sich gehört. Okay. Aber wir wissen, dass es Zimmer 1 ist. Von daher können wir vielleicht mit der Gegensprechanlage ja was machen. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wenn es um die Bettwäsche geht, es sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann. Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ja, natürlich. Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen. Anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Oh, wow. Okay. Ich würde dann gerne dinieren. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Ah, okay. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie es nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Ah, richtig. Moment. Hier. Oppenbot von der Rezeption weglocken, den Menüplan von der Rezeption holen und dann Cletus zum Mittagessen einladen. Okay, dann haben wir schon mal den ersten Schritt wieder geschafft. Wir müssen mal gucken, wann er kommt, der Oppenbot. Ich glaube, wir verstecken uns vielleicht mal im Schrank. Ich hoffe. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Okay, das hat nichts gebracht.
Dann gehen wir mal raus. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Ah, wer sind Sie denn? Ich. Oh. 30% Rabatt auf Büroklammern. Was? Wo? Mist. Ah, scheiße. Wir hätten uns hier verstecken sollen. Perfekt, die Luft ist rein. Also mal abgesehen von Staub, Schimmelpilzsporen und der generellen Kohlenmonoxidbelastung. Was? Ich hoffe nur nicht, dass der Oppenbot wieder zurück zur Rezeption gegangen ist, sondern zu Cletus. Ach, verdammt. Okay, dann wieder zurück. Nochmal. Moment. So. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 1. Der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? So. Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie es nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So. Jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. So, und jetzt aber. Und dafür gehen wir jetzt zum Pastetenautomaten. Hier kommt so. Der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Der depperte, 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 Dummdepp. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch. Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja, schon, aber... Aber was? Okay. Okay, jetzt reden wir noch schnell mit dem Rezeptionisten wegen dem Menüplan. Ah, der Gast aus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Hä? Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für erklemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Tja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Jetzt muss ich gehen, na, wieder. Endlich! Der depperte, 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 Dummdepp. Okay, Menükarte, check. Dieses... mit den Schinken, mit diesem... mit der Gabel... Und dann das Gesicht dazu. Meh. können wir die Tasche vielleicht schon austauschen? Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke. Und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Wie wär's, wenn wir einfach die Tasche dafür austauschen? Okay, dann haben wir jetzt schon mal das, Dingsbums? Nee, es ist, nee, das ist das Geld, ne? War das Geld da drinne? Ich glaube, ja. So, dann gehen wir wieder zurück ins Zimmer. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Wieder Zimmer 1. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? So, jetzt. Ich würde dann gerne dinieren. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut, ist ja Ihr Leben. Mhm. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken.
Unser Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut. Wer bin ich denn, einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1. Cletus. 12 Uhr. Cletus. Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr. Alles klar. Haben Sie vielen Dank. So. So. Wir brauchen jetzt noch den Drittelschrauber für die Uhr. Ah, okay. Aber wie bekommen wir jetzt den Drittelschrauber? Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ich sagte Finger weg. Ist ja schon gut. Ach komm, du Doc. Cletus steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise treti, leise treto. Dem heftigen Leisetritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst! Ihr wollt doch nicht, dass Cletus euch hört, oder? Wie kommt das Kalibrieren voran? Es käme schneller voran, wenn du... ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fellrelais besorgen würdest, nicht wahr? Genau. Was würdet ihr nur ohne mich machen? Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner wichtigen Profimission abgehalten. Je weiter du vom Zimmer entfernt bist, desto weniger können wir dich stören. Ja... Schon, aber wie bekommen wir denn jetzt diesen Drittelschrauber? Den brauchen wir für die Uhr. Ansonsten können wir die nämlich nicht kalibrieren und Cletus weglocken, damit wir aus wie aussehen wie Cletus. Oh Mann, das wird anstrengend. Was haben wir noch zu. Oh, nee. Hoppala, weiterspielen natürlich. Ja, nun. Können wir hier was machen? Knöpfe? Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Okay, das können wir mal... Mal gucken. Aha. Hier. Zack. Wofür ist der Knopf? Ah. Und was ist das hier? Ah, okay. Und der Hebel? Nochmal. Also der macht so kalt, der macht so, der macht so und so. Also, Moment. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. So. Nochmal, Rufus, geh mal kurz beiseite. Okay. Zack. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch den... Jetzt müssen wir mal gucken. Ja! Ich glaube. Aha! Geschafft! Rufus 1, Entropie 0. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt zumindest schon mal überall auf nicht heizen. Mal gucken, was jetzt mit Dings ist. Ja, jetzt friert Bozo. Will er nicht doch seinen Mantel haben? Hey, Bozo! Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Ach, das hast du mitbekommen? Tja, das nennt man selektive Wahrnehmung. So eine Art mentale Superkraft, die Spreu vom Weizen zu trennen. Spreu in die linke, Weizen in die rechte Gehirnhälfte. Ja,
Ich bin schon ein Früchtchen. Wenn du mir etwas zu essen besorgen willst, im Souterrain steht ein Pastetenautomat. Mal sehen. Ich muss erst noch rausfinden, inwiefern mich das weiterbringt. Was? Naja, ich bring dir was zu essen und da habe ich dann auch irgendwas von. Läuft doch immer so. Wie wäre es mit dem guten Gefühl, einem Freund einen Gefallen getan zu haben? Hä? Nein, nicht sowas. Ich meine was Nützliches. Einen Köderfisch oder so. Sorry, ich muss hier weg. Nee, warte. Hey, Boso. Ich versuche nochmal was anderes. Komm schon. Zieh dir bitte was an. Erlöse mich von diesem Anblick. Ich hab dir doch schon einmal gesagt. Meine Klamotten sind in der Wäsche. Und überhaupt, warum sollte ich? Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn. Dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Okay. Ach, mach doch, was du willst. Sorry, ich muss hier weg. In Ordnung. Also auf jeden Fall friert Boso ja schon mal. Ne? Das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Jetzt müssen wir ihm also eine Pastete bringen, aber die müssen wir natürlich noch ein bisschen verfeinern, würde ich sagen. So, aber wie kriegen wir das jetzt? So ein Ärger. Dieser Automat akzeptiert nur Münzgeld. Aber woher kriegen wir jetzt das... Warte mal. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan. Kristallgläser. Scherben, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha. Geld. Ja. Aber Papiergeld. Aber ja, bitte. Mist. Ja, das Ding akzeptiert doch nur Münzgeld. So Dings. Ein Ärger. Dieser Automat Münzgeld. Akzeptiert nur Münzgeld. Puh, wir müssen also irgendwie, Musik.